Gehen wir mal 150 Jahre zurück in der Wirtschaftsgeschichte und gucken uns an, was da passiert ist. Da gibt es zwei Akteure, Kapital und Arbeit. Und die schaffen eine Menge an Wohlstand und ringen um die Verteilung dieses Wohlstands. Wobei das Kapital meistens ein bisschen besser abschneidet als die Arbeit. Aber die Arbeit hat sich im Laufe der Zeit gut organisiert und hält so einigermaßen mit. Was wir heute feststellen ist, da ist noch ein dritter Akteur. Und dieser dritte Akteur, der ist uns erst in letzter Zeit aufgefallen, als er nämlich anfängt, Probleme zu machen und anfängt, möglicherweise zu kippen. Und vielleicht das ganze schöne Wohlstandsmodell kaputt macht. Vielleicht kommt mal in die andere Richtung gedacht, in 150 Jahren ein Wirtschaftshistoriker und sagt, mein Gott, die waren nahe dran. Die hatten eigentlich fast alles. Die hätten beinahe paradiesisch arbeiten können, leben können. Und dann haben sie einfach immer weiter gemacht, immer mehr Wachstum und immer mehr Bedürfnisse. Und dann ist es schief gegangen. Dann haben sie alles verspielt. Kann sein, dass das so ausgeht. Sieht im Moment gar nicht so unrealistisch aus. Wenn man das anguckt, dieser dritte Akteur, der so schwach ist und der beinahe dabei zerstört wird bei dem Handeln der anderen beiden Akteure, dann wird klar, wir brauchen andere Regeln, wir brauchen eine andere Ökonomie, wir können nicht einfach diesen dritten, der ja irgendwo doch unsere Lebensgrundlage ist und Naturverbundenheit, also unsere Evolutionsgeschichte, wir brauchen andere Regeln, um diese Natur zu erhalten, aber vielleicht auch noch mehr, um sie wieder auf die Beine zu stellen. Und damit wir diese Regeln finden und verstehen, wie die aussehen müssen, müssen wir, glaube ich, noch weiter zurückgehen. An den Beginn der Wirtschaftsgeschichte. Und da wird klar, von Aristoteles bis in die Neuzeit hieß es, Ökonomie als Dienerin des Menschen hat die Aufgabe, Mangel zu beseitigen. Harte körperliche Arbeit, Nahrungsmittel, schwere Krankheiten, also Bedingungen zu schaffen, dass wir in einer angenehmeren Weise leben können. In den Lehrbüchern heißt das immer Mangel. Das Thema der Ökonomie in diesen Jahren seit Aristoteles, Mangel, Mangel. Und dann gibt es Leute, relativ früh, die sagen, naja, wenn wir mit dieser Ökonomie so weitermachen, Produktivitätsgewinne und das immer angenehmer wird zu leben, dann werden wir irgendwann einen Punkt erreichen, wo wir sagen können, der Mangel ist beseitigt. Das ist ein Menschheitstraum. Davon haben die Ökonomen immer geträumt, dass irgendwann der Punkt kommt, der Mangel ist beseitigt. Und wir können sagen, in den reichen Ländern, so in den 70er, 80er Jahren ist das eingetreten. Der Mangel war beseitigt. Und was ist passiert? Nichts. Es wäre ja eine Zäsur notwendig gewesen. Man hätte die Glocken läuten können oder man hätte sagen können, jetzt sind wir in der Menschheitsgeschichte an einem Punkt, wo wir neu überlegen können. Wie sieht das aus mit der Ökonomie? Brauchen wir die noch? Wozu brauchen wir sie noch? Aber sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Lassen Sie mich noch mehr Distanz gewinnen und nehmen wir einen anderen Bereich, um zu verstehen, was da passiert ist. Medizin. Nehmen wir an, dass es den Medizinern, den Ärzten gelingt, die Krankheiten zu besiegen. Wie sieht die Situation dann aus? Dann werden die Ärzte arbeitslos. Ein paar gehen vielleicht noch in die Vorbeugung oder Massage oder so etwas. Aber im Großen und Ganzen wird die Medizin arbeitslos. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Ein Menschheitstraum geht in Erfüllung. Keine Krankheiten mehr. Was würden wir machen, wenn ein Arzt käme und sagte, ich akzeptiere nicht, dass ich arbeitslos werde? Wir ganzen Ärzte sollten nicht akzeptieren, dass wir arbeitslos werden. Wir brauchen Krankheiten. Ja, wenn es keine mehr gibt, schaffen wir künstlich Krankheiten.
Und am besten solche Krankheiten, die richtig infektiös sind, die ansteckend sind, damit möglichst viele krank werden, weil wir sonst nicht genügend Arbeit haben. Ich glaube, am Beispiel der Medizin würde man sagen, vor Gerichtsstellen einsperren. Jetzt werden Sie sagen, na, aber so ein bisschen was passiert in der Medizin schon. So, die erfinden auch so ein bisschen Krankheiten und das Ritalin und diese verhaltensgestörten Kinder und manche solche Sachen. Lassen wir das mal weg, aber sagen, am Beispiel Medizin wird deutlich, wir haben einen Menschheitstraum erfüllt, Krankheiten sind weg, wir können uns anderen, schöneren, vielleicht auch wichtigeren Aufgaben zuwenden. Und da kommt ein Satz in den Sinn von Ludwig Erhard, der nicht im Verdacht ist, besonders radikal gewesen zu sein oder besonders links oder revolutionär gewesen zu sein. Und das ist ein Satz, der eigentlich genau das, was viele Ökonomen gesagt haben, Keynes und andere, es wird der Punkt kommen, wo wir einen Menschheitstraum erfüllt haben. Wir haben den Mangel beseitigt. Und dann, ich zitiere Ludwig Erhard, sollten wir uns anderen Themen zuwenden. Mehr Zeit für Familie, für Kinder, für Natur und so weiter. Dieser Satz ist heute ein Aufruf, andere Ökonomie zu machen, als die, die wir machen. Was machen wir stattdessen? Mir ist neulich aufgefallen, im Spiegel so nebenbei, ein Satz über Archäologie, ich lese das gerne, und dann steht plötzlich, überraschend, nicht irgendwas da ausgegraben wurde, sondern dieses Volk, biblisches Volk, hat in seiner Kultur die Hälfte der Zeit Feiertage. Und ich dachte, ich lese nicht richtig. Und ich dachte, wenn andere das lesen, die müssen anfangen zu schreien. Die müssen aus dem Raum rennen und sagen, was ist da passiert? Da hat ja eine Kultur schon so viel freie Zeit. Und wie ist es denn bei uns? Wo sind denn die letzten 2000 Jahre? Was ist denn da passiert? Also das ist doch das Thema. Ein Menschheitstraum geht in Erfüllung und statt dass wir diesen Traum nutzen, um etwas Neues zu machen, in eine neue Zukunft zu gehen, machen wir weiter Wachstum. Und alle reden von Nachhaltigkeit und im nächsten Moment drehen sie sich um und reden von Wachstum. Die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds in ihrer Antrittsrede sagt, wir brauchen mehr Wachstum. Etwas Fürchterliches steht bevor, eine Rezession, eine Katastrophe, Rezession, etwas weniger Wachstum oder mal vorübergehend ein kleiner Rückgang, eine Katastrophe. Und dann kommt der Chef der OECD und pflichtet ihr bei und sagt, wir ermorden den Aufschwung, weil wir nicht genügend Geld ausgeben, weil wir nicht genügend konsumieren. Wir ermorden den Aufschwung. Nehmen wir mal diese Bilder. Und der Mann ist Präsident der OECD. Aber bestimmt würden die im nächsten Moment vor dem richtigen Publikum sagen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Also dieser Begriff Nachhaltigkeit muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Der klingt so angenehm, aber natürlich verharmlost. Wenn wir unser Konsumniveau nachhaltig herstellen, hält das der Planet trotzdem nicht aus. Es sei denn, wir machen alle das, was Braungart sagt, was möglich ist, nämlich ganz schnell eine radikal andere Ökonomie mit radikal anderen Produkten. Ich lasse das mal so dahingestellt. So ein bisschen skeptisch bin ich an der Stelle. Aber zunächst mal, wir haben die Situation, die Ökonomie hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie sollte eigentlich überlegen, was kommt jetzt? Was sind unsere weiteren Aufgaben. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen weiter an. Das mit der Medizin haben wir geguckt. Wir gehen in die falsche Richtung. Wir machen einfach so weiter, als sei nichts geschehen. Es kommt ja noch dazu, dass wir mit unserem Konsum Vorbild sind für den Rest der Welt und dass die bevölkerungsreichen Länder ja erst am Beginn eines Konsumbooms stehen. Das sieht man an den Automobilen, Kühlschränken, Aircon und so weiter. Also die große Konsumwelle steht uns erst noch bevor und wir sind das Vorbild dafür. Also wäre eigentlich angezeigt, etwas anderes an dieser Stelle zu machen.
Und wenn wir uns angucken, was passiert und diese Messallianz zwischen Politik und Industrie, beide wollen Wachstum. Die Politik hat Angst, dass sie abgewählt wird, wenn Wachstum nicht mehr stattfindet. Die Industrie will einfach weitergemacht werden, wie die Ärzte, die keine Krankheiten mehr bekämpfen können, sagen, wir müssen sie künstlich erzeugen. Das ist das, was passiert. Jetzt gehen wir mal genau in die andere Richtung, gehen sehr genau ran. Was passiert da eigentlich? Der Mangel ist beseitigt, ich muss Mangel künstlich erzeugen. Und das heißt, ich muss eine Verkaufsmaschinerie in Gang bringen, damit das Zeug auch verkauft wird. Die Betriebe sind hochrationell, sie sind zum Teil automatisch. Also Produktion ist überhaupt nicht mehr das Problem. Produktion ist da, aber ich muss die Dinger verkaufen. Und da ist etwas entstanden, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion unbemerkt, dass nämlich dieses Verkaufen, diese Verkaufsmaschinerie, ich nenne das Marketing, immer größer geworden ist. Auch Marketing ist so ein harmloser Begriff. Naja, man muss die Dinge doch zum Markt bringen. Es reicht ja nicht, sie zu produzieren. Und man muss sie beschreiben, natürlich. Und ein bisschen schön machen darf man sie ja auch. Wollen wir mal nicht so puritanisch sein. Also Marketing klingt zunächst vernünftig. Aber hinter diesem Marketing ist noch was ganz anderes, eine dunkle Seite. Nämlich der Druck, wir müssen verkaufen. Wir müssen das Zeug rausbringen. Und da wird eine Maschinerie in Gang gesetzt, mithilfe von Wissenschaft, mithilfe von Kunst, mithilfe aller Mittel, die zur Verfügung stehen, um verkaufen, verkaufen, verkaufen. Bitte nicht den Aufschwung ermorden. So, das ist der Punkt. Und wenn wir uns das im Detail angucken, dann erkennt man das auch. Sie sehen daran die Herstellung fast nichts. Es geht praktisch alles in das Marketing. Und es gibt zu Recht Leute, die diesen ganzen Aufbau kritisieren unter dem Gesichtspunkt Dritte Welt. Da ist es ein bisschen bekannter. Fairtrade oder Oxfam oder solche Organisationen sagen, Mensch, guckt mal hin. Also die, die eigentlich das Ding herstellen, sofern überhaupt noch Arbeit mit dem Spiel, es gibt ja auch fast vollautomatische Textilfabriken, die kriegen aber sehr wenig. Und das meiste geht in den westlichen Teil des Marketing. Und das gilt nicht nur für Kleidung, das gilt auch für die meisten anderen Sachen. Es gibt jetzt gerade eine neue Untersuchung von Oxfam, kommt das sehr schön heraus. Also die Produktion 6,6%, davon kriegen die Mitarbeiter 1,4%. So, 6,6% Produktion, der Rest ist Marketing. Wissen Sie, so im allgemeinen Verständnis von Ökonomie denkt man, naja, so 80% ist Herstellung und dann muss man ein bisschen das Ding auch verkaufen, das sind vielleicht so 10-20%. Nein, nein, es ist eine absurde Situation eingetreten. Das eigentliche Herstellen ist nur noch ganz wenig, die Verkaufsmaschinerie ist das Teure. Und, da ist der entscheidende Punkt, das ist Ressourcenverbrauch. Das ist ja nicht auf leisen Sohlen und nichts, sondern das sind Werbeplakate, das sind Werbebroschüren, das ist Transport von einem Händler zum anderen, das ist Markenaufbau, Markenpflege, alles das. Also ein großer Teil des Marketing ist Ressourcenverbrauch. Marken sind Ressourcenfresser. Und dann muss man das nicht so hinnehmen, als sei das selbstverständlich, dass das Marketing eben so groß geworden ist, sondern man kann sagen, da ist etwas aufgeblasen aufgrund dieser Entwicklung, dass wir Mangel künstlich erzeugen müssen und diese Produkte, die eigentlich niemand so richtig braucht, dann auch in den Markt bringen. Ja, natürlich spielen wir auch mit, das Handy oder das neue Ding oder dieser berühmte inzwischen Mittelgang bei Aldi, wo es lauter Zeug gibt, das so ein bisschen nach Oberschicht aussieht, der Gartenschirm noch mit irgendeinem Gadget dazu und Dinge, die eigentlich so mehr im Bereich sind, aber wenn man nicht gerade drauf stößt, wäre man gar nicht drauf gekommen, dass man sowas auch brauchen kann. Also dieses, den Mangel künstlich erzeugen und damit eine Maschinerie in Gang halten, die eigentlich ihre Aufgabe erfüllt hat. Es gibt einen Marketingmenschen, der zur anderen Seite übergelaufen ist und über Marketing schimpft
und sagt eigentlich verrückt, was da passiert. Wie lange wollen wir uns noch gefallen lassen, dass wir für Sachen, die ganz wenig Geld kosten, große Beträge bezahlen, weil wir das Marketing mitfinanzieren müssen? Ich nenne das den Marketing-Rucksack in Analogie zum ökologischen Rucksack. Ökologischer Rucksack ist ein klarer Begriff. Das Marketing ist etwas, was sehr viel größer ist als die Herstellungskosten des Produkts. Geradezu erdrückt ist das Produkt. Und so sieht das in der Praxis aus. Markenaufbau. Das ist Ressourcenverschwendung. Also es ist jedenfalls Ressourcenverbrauch. Jetzt können Sie sagen, es ist doch großartig, wie unsere Städte aussehen. Wir sparen an Beleuchtung. Stadtverwaltung braucht keine Laternen mehr aufstellen. Das ist noch viel heller. Und das sind doch ein tolles Straßenbild. Also großartig, nicht? Kunst, Kultur und Werbung, so werden dann irgendwann die Städte aussehen. Das ist unsere Zukunft, großartig. Das wird nicht von allein verschwinden. Niemand gibt seine eigenen Interessen auf. Die Industrie gibt das nicht auf. Natürlich sagen die meisten Manager, oh, wir haben ein Problem. Dieser Umweltschutz und die Greta Thunberg und alle anderen, wir haben ein Problem. Glauben Sie, dass die ihre eigenen Interessen aufgeben? Glauben Sie, dass die Werbeleute sagen, jetzt packen wir ein und gehen Golf spielen und hoffen, dass uns jemand das bezahlt? Wir müssen in die Opposition gehen. Wir müssen in die Opposition gegen eine Ökonomie, die einfach weitermacht. Die weitermacht, ohne zu sehen, dass sie eigentlich an einem Wendepunkt stand und steht. Und heute kommt eben das Argument dazu, das ist ja nicht nur moralisch zu sagen, da geht doch viel zu viel in Werbung, sondern wir können es uns auch nicht mehr leisten. Anders als Kollege Baumgart denke ich, das Haus brennt, wir stehen vor einer Reihe von Kipppunkten, wir müssen an dieser Stelle stoppen, wir müssen eingreifen, wir müssen ran. Es ist eine kühne Behauptung zu sagen, wir können Ökonomie besser. Können wir überhaupt Ökonomie? Wollen wir überhaupt Ökonomie machen? Sind wir nicht lieber Lehrer oder Therapeuten oder was immer? Und wie können wir es überhaupt besser? Ich sage, es gibt gar keine andere Wahl. Es ist niemand da, der hier Opposition leistet. Es ist dieses Wischiwaschi aus Wachstum und Nachhaltigkeitsgerede. Also wir müssen in die Opposition gehen. Wir brauchen andere Akteure. Jetzt wird immer gesagt, na Herr Faltin, Ihre Entrepreneure, woher wissen Sie denn, ob die nicht später, wenn die mal gewachsen sind, nicht genauso werden wie diese Volkswagen, Deutsche Bank und Co. Ja, da ist was dran. Aber es gibt ein anderes Argument. Und da können Sie die Analogie zur Politik nehmen. Früher haben die Fürsten Politik gemacht mit ihren Generälen zusammen. Und dann kamen die Bürger und haben Mitsprache gefordert und später die Arbeiter. Und zum Schluss kriegten auch die Frauen das Stimmrecht. Waren das die besseren Menschen? Waren die Bürger und die Arbeiter oder die Frauen die besseren Menschen? Nein. Aber sie haben andere Interessen eingebracht. Der Fürst träumt von Machterhalt oder Ausdehnung seiner Macht. Der General träumt von gewonnenen Schlachten und Denkmal, auf dem er steht. Eine Mutter mit ihren Kindern denkt über Krieg anders. Nicht, weil sie der bessere Mensch ist, sondern schlicht, weil sie andere Interessen hat, weil sie andere Werte hat als der General oder der Fürst. Und die Bürger und die Arbeiter haben andere Werte. Wenn wir in die Ökonomie andere Werte einbringen, nicht nur Umsatzwachstum oder Gewinnmaximierung, sondern sagen, wir machen so viel, wie wir brauchen, dann machen wir eine andere Ökonomie und müssen nicht unbedingt in diesen Wahn verfallen wie die anderen mit immer mehr Umsatz, immer mehr Wachstum. Wir haben andere Sichtweisen, wir haben andere Bedürfnisse und wir haben wahrscheinlich auch, sind aufgeschlossener gegenüber anderen Lösungen als die, die schon mittendrin sind in dem Rat und einfach weitermachen wollen. Und das tut mir immer so weh, wenn wir Kurse machen zum Entrepreneurship und dann kommen die Teilnehmer und sagen, na, ich habe überlegt, was gibt es denn noch nicht, wo könnte ich denn was machen? Nein, hören wir auf damit. Machen wir die Produkte besser? Machen wir die vorhandenen Produkte besser? Da bin ich wieder bei Baumgart und sage, ja, wir können natürlich die vorhandenen Produkte sehr viel besser machen.
mehr Geld in die Qualität. Das ist ein Skandal, dass die Herstellung so wenig kostet. Lassen Sie uns mehr in die Herstellung stecken. Bessere Stoffe, wiedergewinnbare Stoffe, bessere Qualität, bessere Haltbarkeit, verträglicherer Umgang mit der Natur. Da müssen wir überhaupt nicht dran sparen. Das können wir verdoppeln, das können wir verdreifachen. Wir können auch die Löhne verdoppeln. Wir müssen nicht in Bangladesch oder irgendwo anders ausbeuten. Das ist so wenig. Sie haben gesehen, bei dem Hemd, die Lohnkosten, die können Sie verdoppeln, ohne dass das Hemd überhaupt hier irgendwas mehr kostet. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen einsteigen, wir müssen es selber machen. Und wenn wir Hemden aus Bangladesch oder aus Vietnam beziehen wollen, und das ist richtig, wir sollten woanders auch Arbeitsplätze schaffen. Ich bin da bei Willy Brandt und Olof Palme vor 30 Jahren, die haben gesagt, wir müssen Arbeitsplätze im Ausland schaffen. Heute heißt es, wir müssen in Deutschland Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen Arbeitsplätze im Ausland schaffen und in den Ländern, die arm sind, weil sie sonst, wenn sie dort keine Arbeitsplätze haben, die Arbeitsplätze hier suchen. Also das Flüchtlingsproblem angehen mit einer Lösung, die heißt dort produzieren, aber nicht zu Hungerlöhnen und auch nicht zu Bedingungen, dass die ganze Umwelt verschmutzt wird. Also da haben wir sehr viel Raum, ein Stück weit wegzunehmen von dem Marketing hin in bessere Produktion, in bessere Behandlung der Arbeitnehmer. Und statt zu sagen, was gibt es denn noch nicht, sagen, was brauchen wir wirklich? Und das, was wir wirklich brauchen, in einer besseren Qualität, in einer besseren Haltbarkeit, in einer besseren Verträglichkeit. Und da komme ich zu einem Punkt, ich nenne das Freundschaftsökonomie. Wir können das und ein Teil von uns macht es auch schon. Kontakt aufnehmen zum Hersteller. Das heißt, erstmal ausfindig machen, wer ist der Hersteller. Kontakt aufnehmen, sagen, wir sind Kunden von Ihnen. Wir sind bereit, wenn Sie bessere Qualität herstellen, wenn Sie mit Ihren Beschäftigten besser umgehen, wenn Sie mit der Umwelt besser umgehen, bezahlen wir das. Wir bezahlen Ihnen deutlich mehr, als es die großen Konzerne tun. Aber wir wollen, dass Sie direkt mit uns operieren und dass wir auch mitsprechen können in der Qualität. Wir wollen saubere Produkte, wir wollen anständige Produkte. Wir wollen nicht aufgrund eines dritten Welt-Bias Leute dort schlecht behandeln. Und Freundschaftsökonomie heißt, wir nehmen es selber in die Hand. Die Herstellung gibt es, die Hersteller gibt es. Pakt mit den Herstellern, neues Thema. Wie können wir zusammen mit den Herstellern etwas machen und am gesamten oder am größten Teil des Marketing vorbei? Natürlich Transport, aber der Transport ist im Laufe der Zeit viel rationeller geworden. Auch vieles an der Technik von Handel ist rationeller geworden, ist rationeller als der Tante-Emma-Laden. Aber dieser Markenaufbau, dieses emotionale Aufladen von Produkten, diese Verschwendung in der Werbung, nehmen Sie diese Straßenbilder mit diesen vielen Logos und Firmennamen, die können wir vermeiden. Und das heißt, selber in die Ökonomie einsteigen, das hat den großen Vorteil, dass wir deutlich preiswerter einkaufen und dass wir vernünftige Ökonomie machen. Und auch im Blick auf Social Entrepreneurship, ich weiß, es hat hier auch viel Social Entrepreneure oder Leute, die gerne in diesen Bereich gehen, die hängen dann immer von den Spendengebern ab oder von den Sponsoren. Sichern Sie sich doch eine eigene Basis. Machen Sie so etwas mit Ihren Freunden. Machen Sie bessere Produkte. Aber diesen Riesenteil, diese 90%, die verteilen Sie anders. Zur Finanzierung Ihrer eigenen Projekte. Aber machen Sie die Waren auch billiger, preiswerter, damit Sie auch mehr Leute finden, die mitmachen. Also mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten zusammen, sich zusammenzutun, mit den Herstellern zusammen agieren und diese Art von Wirtschaft betreiben, ohne dieses massive Marketingmonster. Und da kommt immer die Frage, Aufmerksamkeit, wie kriege ich denn Aufmerksamkeit? Muss ich dann nicht das Gleiche machen wie die Großen, in so eine Materialschlacht gehen? Da kann ich sagen, na, wenn Sie in die Materialschlacht gehen mit den Großen, ist es völlig klar, dass Sie verlieren. Das steht vorneweg klar. Sie können nicht in eine Materialschlacht mit Siemens, mit Toyota, wie die alle heißen. Sie müssen anders vorgehen. Und gucken wir uns das nochmal kurz an. Ich nenne das Dinosaurier-Marketing. Also das meiste Geld, haben wir gesehen, ins Marketing stecken, damit ich ordentlich verkaufen kann.
Das andere ist, den Firmennamen, das Logo in die Köpfe hämmern. Wenn Sie in Bangkok von der Stadt zum Airport, zum neuen Airport fahren, riesige Schilder, wirklich riesige Schilder, nicht 3x5 Meter oder sowas, sondern 30 Meter mal 15 Meter und dann steht da auch Philips oder Honda oder Suzuki oder AirAsia oder Siemens. Und die Philosophie ist, wenn wir oft genug den Namen in den Kopf hämmern, Honda, 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 und das nächste Mal geht der Mensch ein Auto kaufen, dann ist er sowieso ein Schlafwandler und landet automatisch bei Honda. Ich habe mal Sozialpsychologen gefragt, ist das eine moderne Art von Psychologie, also entspricht das der psychologischen Forschung? Die sagen eigentlich nicht. Aber natürlich, wenn man nur 5 Namen sieht, also Honda, Volkswagen, BMW und Toyota, dann ist es in der Tat so, dass man glaubt, dass viele Menschen glauben, wir sind auch keine Götter oder jenseits von Beeinflussung, dass das eben die Hauptmarken sind. Aber es ist natürlich eine Strategie, die viel Geld kostet und viel Verschwendung hat und die eigentlich so richtig nicht einleuchtet. Und vor allem, wenn wir diesen Zusammenhang verstehen, dann müssten wir eigentlich das nächste Mal, wenn wir da Honda oder Philips oder Siemens lesen, sagen, Verschwendung, das muss nicht sein. Hört auf damit. Und das geht noch weiter. Etwas problematischeres Thema, Shops. Also Einzelhandel, stationärer Einzelhandel, ist ein Ressourcenfresser. Das muss nicht sein. Internet, E-Commerce, aber bitte schön als Sammelbestellung. Nicht jeder einzeln ein Produkt bestellen, aber E-Commerce als Sammelbestellung ist ökonomisch und ökologisch sehr viel besser als dieses Einzelhandel, selbst bei den Discountern. Aber bitte schön Sammelbestellung. Und manchmal ergibt sich das von selber bei der Teekampagne. Wir haben gut ein Viertel Sammelbesteller, die nicht nur zusammen bestellen, also eine Schule, sondern auch kleinen Jahresvorrat. Das macht Sinn, das ist ökologisch besser, obwohl es E-Commerce ist, weil man da immer an diese vielen Lieferautos denkt. Es ist ökologisch besser als beim Discounter. Also Gründen heißt nicht unbedingt, ich brauche dann einen Shop, wo ich mein Zeug verkaufe. Das kann man intelligenter und einfacher. Und last not least, die alte Vorstellung ist natürlich, der Kunde ist so ein bisschen doof. Vor allem die Frauen, rote Farben, Blumen, gute Düfte. Wir werden ja oft manipuliert, ohne dass wir es merken. Die richtige Musik, der richtige Duft. Und dann macht man spontan Käufe, die man eigentlich gar nicht braucht. Und die andere Richtung, eine Richtung der Aufklärung heißt, es geht auch anders. Wir müssen uns nicht in diesen Zug von Dummheit setzen und den auch noch verstärken, sondern wir können es auch anders. Und wie können wir es? Gucken wir es uns mal an. Was kann der David gegen diese Goliaths? Sich für eine Sache einsetzen. Purpose. Nicht irgendein, sorry, Scheiß, aber den man mit Gewinn und mit Gewalt und viel Kapital und Marketing in das Volk schiebt, sondern sich für etwas einsetzen. Das schafft Goodwill, das schafft Sympathie, da kommt man auch anders an die Menschen heran als mit diesem riesigen Marketingaufwand. Und ich sage immer, ein gutes Businessmodell muss das drin haben. Ein gutes Businessmodell muss Aufmerksamkeit drin haben. Aufmerksamkeitsökonomie ist ein Teil des ökonomischen Teils des Business Model. Man hat noch andere Teile, Ökologie natürlich. Aber dieses Go for a Cause schafft auch so etwas wie Sympathie. Und selber versuchen, etwas zu machen, was Aufmerksamkeit bekommt. Das haben wir über die sozialen Medien. Waldemar ist ein Experte in der Art, wie schaffe ich Aufmerksamkeit, ohne dass ich viel Geld, ohne dass ich viele Ressourcen ausgeben muss. Hier sehen Sie jemanden, das ist der Gründer von Sonnentor. Der ist selber sein bestes Marketing. Er hat eine Lederhose an von seinem Großvater, die ist 90 Jahre alt. Da ist er stolz drauf und das allein schafft schon Aufmerksamkeit. Er hebt sich ab von anderen. Und wir können noch ein paar andere Sachen machen. Menschen wollen nicht einsam sein. Auch das, damit manipuliert uns Werbung sehr gut. Wir müssen Formen finden, wie wir selber diese Konnektivität herstellen. Und da ist natürlich Social Media genau der richtige Ansatzpunkt.
und natürlich nicht den Kunden für doof verkaufen und auf dieser Ebene von doof spielen und Manipulation und Überraschungseffekt und Spontankäufen, sondern ihn als Partner gewinnen, mitsprechen. Prosumer ist das Modewort dafür. Also ein Stück weit mit dem Produzenten zusammen, mit dem Startup zusammen, mit den Kunden diskutieren, zusammenarbeiten. Und dann wird sich herausstellen, dass sie die beste Aufmerksamkeit bekommen, die sie überhaupt haben können, nämlich dass ihre Kunden Botschafter werden, beinahe Evangelisten werden. Bei T-Kampagne, wir haben eine Umfrage gemacht, 94% unserer Neukunden sind durch Empfehlungen von Altkunden entstanden. Die haben gesagt, Mensch, die, sagt Schilling, da musst du zur T-Kampagne, die sind besser. Also man kann auch mit Aufklärung gewinnen und ich glaube, es ist der intelligente und auf Dauer bessere Weg. Wir können Ökonomie besser und wir sollten das auch wirklich ausspielen. Wir können es besser, die anderen sind gar nicht so gut. Wir treten gegen ziemlich schlechte Konkurrenten an, die unsere Lebensbedingungen zerstören. Wir können nicht weitermachen wie bisher. Das Haus brennt, wir brauchen andere Regeln und die Regeln zeichnen sich ab. Wir müssen nicht künstlich weiter Konsum anstacheln und das mit Gewalt, mit viel Kapital in den Markt schieben. Das ist ja oft einfach nur Marktanteilssteigerung. Und wenn dann die eine Gruppe Marktanteil gewonnen hat, dann kommt die andere Gruppe und sagt, so geht das nicht, da müssen wir was tun, da müssen wir gegen an. Und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Das ist das Problem mit dieser konventionellen Art von Marketing. Es ist immer einer da, der eine neue Runde einlädt, Leute, noch größere Plakate, noch mehr Fernsehwerbung, noch manipulativer, noch unauffälliger und dann müssen die anderen irgendwie mitziehen. Wir müssen eine Gegenreaktion produzieren. Wir müssen zu einer Art von Aufmerksamkeitsökonomie kommen, die nicht ressourcenfressend und nicht verschwendend ist. Wir können Ökonomie besser, wir müssen es sogar. Es gibt niemanden, es gibt von den etablierten Akteuren niemanden, der ein Interesse hat, davon abzugehen. Wir müssen das machen, wir können Ökonomie besser, wir brauchen eine andere Ökonomie. Wir brauchen einen Aufbruch in eine andere Ökonomie mit anderen Akteuren, mit anderen Unternehmen, anderen Akteuren, anderen Werten, anderen Ausrichtungen. Wir müssen etwas dagegen tun. Wir müssen mit dem Unsinn von Marketing aufhören. Wir müssen es gemeinsam tun. Wir schaffen das nicht jeder für sich. Gemeinsam und wir müssen es tun. Es reicht nicht nur darüber zu reden oder zu demonstrieren, auch da stimme ich zu, wir müssen über das Demonstrieren hinaus auch Alternativen schaffen, Alternativen, die sinnlich wahrnehmbar sind, die sinnlich erfahrbar sind, die zeigen, wir sind die bessere Alternative. Wir wollen nicht wieder auf irgendeine neue Ideologie oder einen neuen Unsinn oder nur weil es Naturkosmetik ist und 12,95 kostet und 50 Cent in der Herstellung. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine bessere Ökonomie. Wir wollen etwas, was diesen Kriterien, die ich genannt habe, standhält. Und wir müssen es tun und zu diesem Tun gehört, dass wir selber gründen, dass wir selber eingreifen, als Freundschaftsökonomie, als Startup oder wie immer. Tun wir es, bitte die nächsten 2 Tage nutzen, dass wir das in eine richtige neue Richtung bringen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Wir haben noch ein paar Fragen. Das ist das Gute, die Interaktion hat funktioniert. Also Slido haben jetzt fast alle begriffen. Wir haben, glaube ich, knapp 40 Fragen da drin. Und die meisten Fragen an Sie drehen sich um dasselbe Thema, das ich auch hatte. Wir hatten ja einen langen Spaziergang, glaube ich, vor ein paar Monaten und waren uns in allem einig. Aber in einem Thema, da habe ich irgendwie gesagt, da passt irgendwie nicht zusammen. Weil wenn man nämlich kein Marketing macht und sein Produkt nicht bewirbt und da verschwimmen manchmal die Grenzen zwischen Marketing, Werbung, was heißt denn das alles, da habe ich das nicht verstanden, weil ich habe ja Einhorn gegründet und wir machen im klassischen Sinne wahrscheinlich ganz, ganz viel Marketing, zwar anders und reden ganz viel darüber und ich glaube, das ist nochmal wichtig, das mal herauszustellen und da den Unterschied auch zu benennen. Also wie soll ich denn mein nachhaltiges Produkt bekannt machen, wenn ich kein Marketing mache? Also ich muss das Produkt bekannt machen, das ist überhaupt keine Frage. Ich nenne das Aufmerksamkeitsökonomie und ich muss möglichst, weil ich ja klein bin und nur geringe Mittel habe und nicht die Materialschlacht mit den Großen gewinnen kann, muss ich anders vorgehen. Ich muss anderes Marketing machen. Ich finde immer, man darf nicht die Begriffe der Gegner verwenden. Deswegen
ich spreche ungern von anderes oder alternatives Marketing, sondern wir müssen es anders angehen. Wir müssen dieses Ressourcenfressende wegkriegen und deswegen spreche ich von Aufmerksamkeitsökonomie. Wie kriege ich Aufmerksamkeit? Das ist wichtig, das ist lebensnotwendig. Aber die kann ich eben heute mit moderner Technologie, Social Media, anders erreichen und besser erreichen. Auch da ist Greta Thunberg natürlich ein hervorragendes Beispiel. Innerhalb von einem Jahr kennt die Welt dieses Mädchen und ihre Botschaft. Also besser kann man Marketing gar nicht machen. Und wir haben diese Chance. Wir sind nicht dumme Esel, die man manipulieren muss und mit all diesen alten Methoden versuchen zu beeinflussen. Wir können, und da bin ich natürlich als Universitätsmensch jemand, der sagt Aufklärung und nicht Verdummung. Und wir haben in hohem Maße Verdummung, nicht nur durch Trump und ähnliche Figuren, sondern auch insgesamt in unserer Kernökonomie, auch mit angesehenen großen Firmen, ist viel Verdummung im Spiel und Aufmerksamkeitsökonomie auf eine faire, auf eine aufklärende Art. Und ich sehe nicht ein, warum wir mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie à la Thunberg, auch Ihre Firma ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir da nicht durchkommen können. Absolut. Ich glaube, das ist wichtig, das nochmal wirklich zu betonen, weil das ist, man muss das Produkt bewerben und das ist in dem, egal wie man es nennt, das ist praktisch Marketing. Nur heutzutage haben wir die Möglichkeit, kostenloses Marketing zu bekommen. Und früher musste man wahnsinnig viel Geld ausgeben, um irgendeinen Spot in einem Fernsehsender, im Radio und so weiter zu haben. Heute haben wir das Fernsehen dabei, das nennt sich zum Beispiel Insta und man kann eine Insta-Story machen, man kann sich eine Community aufbauen und das kostet zero. Also das ist ganz, ganz wichtig, eben das zu unterscheiden. Natürlich muss man diese Materialschlacht nicht mitmachen. Die Kohle haben wir auch nicht. Wir haben mit Einhorn, glaube ich, wie noch nicht mal 10.000 Euro Marketingbudget in 6 Jahren ausgegeben, aber trotzdem sind wir eine massive Marketingmaschine, zumindest sagen das Leute von außen. Also heute ist die beste Zeit, die es gibt, um kostenloses Marketing zu machen. Man muss eben sehr viele Kanäle nutzen, die auch erst jetzt da sind und vor 5, 6, 7 Jahren eben noch nicht da waren. Vielen lieben Dank.